Moin, moin, liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu Folge Nummer 9 hier bei Transport Fever auf Kante zockt. Mit begrüßen darf ich natürlich den Manu. Hallo. Zeitungsschreiber, Vorleser und Moderator. Und natürlich den Loda. Moin. Mit der neumodischen Krankheit, wie haben sie sich jetzt genannt? Muss ich selbst mal nachgucken. Oh. Richtig, aber nein. Lotharisches Zuhörsyndrom. Lotharisches Zuhörsyndrom, auch nicht schlecht. So, wir brauchen jetzt hier eine höhere Abfolge. Also wir brauchen sozusagen eventuell schnellere Züge oder mehr Züge, weil Stahlproduktion geht in den Keller. Die wollen sich sogar verkleinern. Hier steht, ach nee, doch nicht mehr. Aber da weiß ich jetzt schon mal einen kleinen Kampf gegen, sozusagen. Denn wir werden jetzt neue Straßen. Oh, die Straßen werden asphaltiert. Das übernehmen wir jetzt natürlich erstmal. Ratzfatz hier. Zack, zack. Hier wird alles asphaltiert. Ups. So. Und dazu bauen wir jetzt noch eine Querverbindung rüber zur Warenfabrik. Wir haben jetzt uns ja vorgenommen, wie ihr wahrscheinlich noch aus der letzten Folge wisst, dass wir uns nochmal um den Nahverkehr und um den Personenfernverkehr kümmern wollen. Was? 600.000 für so einen kleinen Tunnel? Ja. Okay, 1,5 Millionen ist auch ein bisschen teuer. Kann man da noch ein bisschen was rauskitzeln? Ne, eine Million würde ich auch nicht dafür bezahlen. Das müsste aber ungefähr hinhauen. Ja, das sieht gut aus. Zack, 688.000 Flocken. Wir bringen den Stahl nämlich jetzt nochmal dahin, wo er noch hin möchte. Und zwar zu unserer Warenfabrik, und von dort aus werden wir natürlich auch die Waren wieder mit zurücknehmen, so dass das alles in die Stadt transportiert werden kann. Da werden wir jetzt aber einen kürzeren Weg einschlagen, und zwar haben wir hier ja schon eine Straße raus, so dass wir jetzt alles ein bisschen mal optimieren, das ganze Geschehen hier. So, einmal ein bisschen hoch, sonst kommen wir da nicht rüber. Brücke. Ups, das war ein bisschen übertrieben. So, guck mal, oh, wunderschön. Okay, haben wir schon mal besser gesehen. Moment. Die hat übrigens noch einen Bürgersteig. Ja, modernes Grün hier. Blau. Blau ist das neue moderne Grün. 400.000 Flocken, ja, okay. Dafür könnt ihr dann wenigstens schön darüber bügeln. Okay, das ist fast alles gerade, deswegen denkt ihr auch, warum reißt er denn alles wieder ab? Ja, das ist die Perfektion, die uns im Wege steht. Dass sie das auch immer machen muss, ne? Ja, es ist grausam, oder? Aber ja. Ja, mir selber gefällt mein Perfektionismus, ja, aber manche sagen, ah, übertreib's mal nicht so, Kante. Ah, ich versuch's. Ich versuch's. Echt. Ich versuch's wirklich. So, das heißt, wir werden jetzt noch eine Linie hier rüber schaffen. Eine Güterlinie. Werden wir auch mal vorsichtshalber gleich mal ein bisschen größere Linie, also größeres Depot hier. Nein, kein Depot, eine Ladestation. Das kriege ich gleich wieder einen auf den Sack. Okay, Fahrzeuge. Was haben wir denn an Güterfahrzeugen? Immer noch den Benz 2, 3, 4. Ja, auf den Opel Blitz müssen wir noch 10 Jahre im Game warten. 5, 6. 6 Fahrzeuge. Und dann müssen wir gleich noch mal ein paar mehr Fahrzeuge auf die andere Linie schicken. Aber jetzt wollen wir erstmal hier die neue
Linie machen. Und zwar ist das eine Gütertruck Umschlagwaren. Weil mit dem müssen wir natürlich viel rüber schaffen. Und wieder zurück. Weil die brauchen, um einmal Waren herzustellen, brauchen die Holz und Stahl. Und das ist natürlich schon ganz schön heftig. Aber das Gute ist, wir haben ja auch schon die Abfolge sozusagen. Die Nachfrage sozusagen. Moment, wollen wir den jetzt? Das soll ja hier mal so machen. Da haben wir ihn. So, 6 LKWs, dann kaufen wir uns nochmal weitere 3. Straßenfahrzeuge kaufen. Können wir auch jederzeit ersetzen. Ist alles nicht so wild. Nochmal 3, damit wir auch die Nachfrage danach haben. Okay, wir haben auch schon gleich gesagt, ey, die Brücke, die der Kante gebaut und ist total super. Wir können hier mit fast 100 km/h fahren. Nur unser LKW schaffen leider nur 40. Okay. So. Unsere Tram auch voll belegt. Da hätte ich mal 2 Fragen. Zum einen, warum eigentlich kein Twitch? Weil das ein Singleplayer-Projekt ist und wir das auf Twitch ganz gut machen können. Ich frage mich gerade, warum wird nicht mehr so viel Holz produziert? Achso, da war gerade der erste Zug. Und zweitens ist es einfach so, dass hier die Reichweite ein bisschen höher ist. Ihr seht ja 45 Live-Zuschauer, das ist natürlich schon eine geile Sache, ne? Boah, dann kommen wir zur zweiten Frage von Mr. Smith. Was haben wir eigentlich für ein politisches System? Demokratie, Monarchie, Theokratie, Oligarchie, Kantekratie. Kantekratie haben wir natürlich. Oder nicht? Ich bin auch El Presidente. So, Rungenwagen brauchen wir. 24 hatten wir, ne? Du hast die A3 mittlerweile bekommen, Kante. 120 km/h, glaube ich. Muss ich aber alles umbauen. Stimmt auch wieder. Die Flying Scotsman meinst du, ne? Mhm. Ja. Ja, du hast recht. Aber wir machen das anders. Wir machen das mit der Jetzt ersetzen Button. Und zwar nehmen wir jetzt die Linie, Fahrzeugersatz. Zack. Dann nehmen wir uns die A3. Und dann dazu Waggon. Dann können wir nämlich die mit 120 nehmen. Schafft 12. Ja, wir haben jetzt eine Kapazität von 133, 168. Stück wären 120. Oh, und der Christopher geht jetzt schlafen. 156. Das ist doch gut. Und dann 12,3 Millionen kostet das Fahrzeug, Alter. 6,7 bezahlen wir. Haben ungefähr dieselbe Kapazität, sind aber schneller unterwegs. Dann machen wir das. Aha. So, das gucken wir uns natürlich an. Kriegen wir gleich noch mal ein paar Millionen auf den Deckel.
Boah, drei Nummer, gleich nochmal 4 Millionen aufs Kantenkonto gesetzt. So muss das sein. So, jetzt lädt er noch eben ab. Zug ersetzt, ist natürlich um einiges kürzer, hat aber fast dieselbe Reichweite. Ist zwar weiterhin mittelmäßig, dauert 3 Minuten und 4,2 Kilometer, bis er auf die Höchstgeschwindigkeit kommt. Schwierig. Aber er sollte klappen. Eventuell haben wir jetzt natürlich einen besseren Takt dadurch und sollten das schon hinkriegen. Wir haben jetzt auch mehr Abforderungen. Ja, bitte. Was hätten wir auch? News. Ja, denn. Zuerst die Daily News. Die New Cancer Logistic Group AG gibt Großbestellungen bei der Perpedis Menz für LKWs ab. Lieferzeit für andere Kunden erhöhen sich um Jahre. Verband der des Lastkraftgewerbe ist sauer und kündigt weitere Proteste an. Joa, und hinterher gleich der Cantopolis Report. Offizieller Titel von Kantel, El Presidente und Kantelschar Paria des Kantonismus, Vorstandsvorsitzender der Kantel Logistik. Ja. So ist das. Und aus dem Chat kommt die Frage, ob wir irgendwann mit der A3 noch mitfahren können vom Pluspunkt. Oh ja. Machen wir gleich. Ich muss das hier eben mal erledigen. Erst ein bisschen Schönbau, dann mitfahren. Ja, ist ja nicht nur Schönbau, es muss ja auch funktionieren, weißt du. Oh, wir haben schnell das Gleis. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Für die Personenzugstrecke können wir das durchaus schon mal mit einplanen. Mm. Ah, siehst du? Aber war der Kante wieder ja, nicht ordentlich. Deswegen ist es halt im Endeffekt unklug, sich genau an dem Punkt was zu setzen. Aber war der Kante nicht ordentlich. Guck, so müssen wir das machen. Ich mag ja die flachen Brücken, ne? Oder nicht die flachen, sondern die ebenerdigen. Könnte ich ja zur Not zu späterer Zeit nochmal neu machen. Aber passt. Hier gut gewesen. Roxen. Na, das müsste aber klappen. Ah, traurig. Von daher, gute Nacht.
Mhm. User joined your channel. Jetzt kommt ein. Nur einmal kurz gute Nacht sagen, ihr Lieben. Das ist meine Snap. Das ist meine Snap. Frau, aber die hört ihr leider nur über mein Mikrofon. Und das macht sie jetzt nochmal übers Großmembran-Mikrofon. Gute Nacht, ihr Lieben. Viel Spaß noch mit dem Verrückten. Vielen Dank, mein Schatz. Schön, dass es dich gibt. Geht ja gar nicht. Ist ja viel schöner, dass es dich gibt. Hoppala. Lass das Glas bitte stehen. Ja, ich könnte die Flying Junction benutzen, das stimmt. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich baue auch so ganz gerne schön. Das wird sowieso nichts, deswegen muss ich die Straße hier nämlich wegreißen. Machen wir noch zwei Verbindungen kaputt. Wirks. So, dann ziehen wir jetzt die Strecke hier lang. Wunderbar gerade. Ach, ist doch traumhaft. Wenn das alles immer so klappen würde, ne, dann wäre das Spiel gar nicht so schwer. Wunderbar. Eieiei. Steigung zu groß? Nein. Echt? Leider müssen sie jetzt umziehen. Oh, sie sind ja schon umgezogen. Gib ihr gleich wieder News. Hilft ungemein gegen Langeweile. Und kann ich sehr gut empfehlen. Da sind sie auch schon. Warum ist denn da jetzt die Steigung zu groß, ey? Kantobonusreport. Anwohner, das wird hier ganz schön hügelig in der Gegend. Heute ist der Tag der schlechten Wortwitze. Sorry. Da wir jetzt ein bisschen Kohlen über haben, werde ich jetzt einfach mal ein bisschen was in Schönbau davon investieren. Auch wenn ihr das Kantentool manchmal schon ein bisschen über habt bei mir, ist es trotzdem immer mal wieder schön anzusehen, was man damit alles machen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich beherrsche es schon ganz gut. Doch, kann ich wirklich von mir behaupten. Wir haben schon so manchen hässlichen Abgrund in einen wunderschönen, in eine wunderschöne Kante umgewandelt. So, was möchtest du jetzt? Zug Nummer 5 findet keinen Weg. Das haben wir eben abgeändert. Du solltest deinen Weg jetzt wieder finden. Nee, findest du nicht. Da hast du recht. Und zwar... Jetzt findest du deinen Weg wieder. Sehr gut. Ist er schon vollgeladen? Der ist vollgeladen. Voller Kohle. Also hier sollten wir auch eventuell einen größeren Zug nehmen oder noch einen zweiten Zug hinzufügen. Achso, wir wollten jetzt mitfahren mit dem Kollegen hier hinten. Das ist nämlich unsere neue Lok, unsere A3. Alter Schwede. Jetzt kommt das Flirten wieder. Fumi wird neidisch. Nein, also ich bin sehr glücklich mit meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte nicht viel besser sein. Nee, könnte gar nicht besser sein.
Autofahrer sind verwirrt, wie sie zur Stadt kommen? Hohoho. Mädo. Pluspunkt schreibt, Kante und das Glättungstool. Steigerungsform von glatt, glatt, glatter, Kante. Oh, habt ihr gesehen, da hat er kurz abgebremst. Das ist ja komisch. Ist News nicht, hätten wir auch. Ist nicht viel gewesen, aber dennoch eine News. So, Daily News. Ettenhausen. Abrissbagger weckt Oma Erna auf, als die Wohnzimmerwand ihres Hauses umstürzt. Baggerfahrer geschockt. Der Chef hat mir gesagt, das Haus ist geräumt. Wahrscheinlich geräumig und nicht geräumt. Aber alles gut. Alles schön. Schön, schön, schön. Hier könnte man auch noch wieder auffüllen, das kann man auch gleich machen. Aber wenn man jetzt hier links runter schaut, könnte man noch ein bisschen auffüllen. Aber ich finde das schon ganz gut. Wollt's ja auch nicht zu sehr bügeln, ne? Das wäre ja ein Bügeltool und kein Glättungstool. Oh, sehr schön. Also in meinen Augen braucht er keine 3 Minuten, um auf 120 zu kommen. Spannend wird gleich der Rückweg. Wollen wir mal gucken, wie lange der da braucht für die 120. Aber ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt mit der Lok. Da hinten dampft die nächste Lok schon. Shay ist dies. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt mit diesem, was wir jetzt gemacht haben, mit diesem LKW-Verkehr, dass wir die Güter rüberbringen und diese schnellere Lok jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr Abfolge machen und vielleicht wieder mehr zu tun kriegen. Aber das sehen wir dann. Guck mal, da ist schon ordentlich Holz drauf. Ja, ciao, Idefix. Idefix, auch nicht schlecht. Kann sein, dass es eine Personenlok ist. Jetzt ist es eine Güterlok, Thomas. Aber das ist halt Kante, ne? Also das ist ja nun mal so. Brauchen wir uns nicht schön reden. Sehr schön gestapelt hier alles. Oh, guck mal, die A. Die 412 Klasse 9000 ist auch da. Auch schön. Und der Zug wird voll. Und wir kriegen nicht alles mit. Trotzdem bin ich gespannt, was wir da gleich bekommen. Okay, so, wir wollten jetzt den Nahverkehrszug natürlich nochmal machen. Dazu brauchen wir auch eine Zufahrt. Würde ich ganz gerne auch von dem Depot aus machen hier. Mann, sieht das doof aus. Sieht immer noch doof aus. Na, jetzt. Jetzt sieht es noch doofer aus. Warte, da ist noch ein kleiner. Da. Okay. Machen wir das noch anders. Um sie halt von beiden Seiten zu bekommen, machen wir noch eine Doppelweiche rein und dann ist das auch gut. Wir können ja gleich mal nachgucken, ob es dafür eine, ob das eine Lok, eine Personenlok ist. Oh, jetzt gibt es fantastische Ampeln. Das ist doch fantastisch, ja. So, hier hatten wir ja auch schon. Oh, muss man die echt wegreißen? Die gehen nicht automatisch auf modern, ne? Die Ampeln. Na, wie viel hat er mit?
70 von 70, echt? Oh, passt aber. Auch die werden wir als Einbahnstraßensignal machen. Genau wie diese auch. So. So viele Züge werden wir hier ja noch nicht fahren lassen müssen. Hoffentlich kriegen wir jetzt hier eine Kreuzweiche hin. Ich wage es ja zu bezweifeln. Ah, das gibt's ja wohl gar nicht. Vielleicht sollte ich das öfter mal bezweifeln. Scheint zu helfen. Schon hier hinten, ey. Ist echt flott. Aber die fährt nur 73. Hätten wir auch die andere behalten können. Das ist bestimmt eine Personenzug-Lok. Personenzug-Lok nennt man das, ne? Ja, Personenzug-Lok, ja. So, Züge kaufen. Gucken wir nochmal rein. Die A43 Flying Scotsman. Nö. Ist ein Zugpaar. Okay. Von London über York und Newcastle nach Edinburgh und zurück über Islip. Beide Züge verließen jeweils um 10 Uhr morgens die Bahnhöfe in Edinburgh und London. Ah ja. Okay. Oh, der kostet aber richtig, aber damit kommen wir natürlich auch vorwärts. Nee, will ich aber auch nicht nehmen. Nein. Alles zu teuer. Aber wir können die hier durchaus nehmen für unsere Personen. Passagier. Was haben wir denn da? Die Donnerbüchse, ne? 120 bräuchten wir jetzt. Wir haben nichts an Personen. Nein. Wir haben nichts an Personenwagen, die 120 fahren. 110 schafft er eine. Ansonsten 100. Ja, dann nehmen wir doch unsere Dump. Haben wir elektrisch schon? Ja, aber noch nicht viele. Dann nehmen wir wieder unsere Mikado nicht. Welche war denn das mit 100? Wir hatten noch schon eine mit 100. A35. Oh, jetzt fährt hier oben gerade einer. Ah, das wollen wir angucken. Was bringt die jetzt ein? Ist auch durchaus zu vertreten. Bei Stahlproduktion. Wir haben doch hier schon zwei Züge, die kommen hier parallel. Naja, gut. Ist ja so. Gut, dann könnten wir natürlich jetzt als Personenzug nehmen. Natürlich auch viel zu teuer. Okay, A35 Passagier. Und dann nehmen wir die Donnerbüchse dafür. Drei, vier, fünf mit. Mit 85 reicht für den Anfang, würde ich sagen. Machen wir eine Linie. Eine Linie. Personenzug. Plus Ende. So, hier angefangen. Zwischenbahnhof. Wieder zurück. So, Personenzug. Oh. Plus Ende. Gut.
die ist aber echt klein, ne? Die Kleine. Aber mach nichts. Ah, 10 Minuten haben wir jetzt noch. Und ich lese gerade irgendwie hier. Habt ihr nochmal News oder? Boah. Kantopolis Report. Neue Chronik der Kantweit in Arbeit. Erste Erwähnung im 4. Jahrhundert. Einträge in der Chronik sind wünschend erwünscht. Neue Chronik, alter Schwede. Oh. Ist der da so weit runtergebremst? War doch mal ein Speedtool. Hab ich schon geguckt. Nix gefunden. Herrlich. Herrlich. Endlich mal wieder eine Donnerbüchse, wa? Gleichzeitig an. Ungefähr. Das ist ja schon die erste Fahrt. Die wollen wir uns natürlich dann gleich schon mal antun. So muss das nämlich sein. Diese neue Steinbrücke, die wir hier eben gebaut haben. Da sieht man schon. Ach, siehst du, wir müssen die. Den Erzzug müssen wir nochmal erneuern. Oh, hier könnte man auch nochmal. Die Strecke kann man auch nochmal neu machen. Die senkt sich zu sehr ein. Guck mal, sowas sieht man nur, wenn man selber mitfährt, ne? Es müsste von rechts gleich der andere zu kommen. Na, wäre ja ein Traum. Den noch mal rein. Upsa. Da sieht man noch die Rauchschwaden der anderen Lok. Ich bin ein Holzkante. Klar bin ich ein Holzkante. Sehr hübsch. E-Lok. So, jetzt fahren wir nochmal mit dem. Gucken wir es von der Seite nochmal an. Auch da sieht man, wie da unten runter geht. Das werden wir gleich nochmal bearbeiten natürlich. Hallo Gollum. Ob ich aus Holz bestehe, bewege ich eine Holzkante. Ja, okay. Durchaus im Bereich des Möglichen. Das können wir jetzt noch mal fix machen. Ich mache eben Pause. Wir haben auch noch mal wieder News im Angebot. Dann nutze sie. Daily News. New Kante Logistik Group setzt auf neuer Strecke zwischen Plusburg und Entenhausen veraltetes Rollmaterial ein. Donnerbüchse macht ihrem Namen alle Ehre. Bürger fordern Gehörschutz wegen der Lärmbelästigung. Ach Mensch, da immer diese Bürger, weißt du. Das ist aber hier wie im wahren Leben. Also die fordern ja alles Mögliche. Hauptsache, die kriegen ihren Willen. Das finde ich besser. Das sieht gut aus. Du
wirklich Tröten hier. Ja, aber es sieht doch auch toll aus, Fumi. Fumi schreibt, bei Kante muss alles perfekt sein. Wenn er Fehler findet, muss der perfekt geändert werden. Ja, es gibt aber auch die Möglichkeiten in diesem Spiel. Und das, diese Möglichkeiten möchte ich natürlich ausschöpfen. Weil, wenn die so ein Spiel entwickeln und einem die Möglichkeiten geben, wäre es doch schade, wenn man sie nicht nutzt. Wozu geben die sich denn sonst so viel Mühe? Das wäre wirklich oberschade. Oh cool, jetzt fahren wir gerade rüber und kriegen noch den Dampf von dem anderen ab. Sehr schön. Sehr schön. Ach, herrlich. Was, apropos, das ist auf erste Spielgeschwindigkeit, ne? Nur nochmal so. Braun fährt auch gerade eine Lok längs. Das ist echt erste Spielgeschwindigkeit. Ja, und? Ne, das ist erste Spielgeschwindigkeit. Ups. Das war aber ein Schluck auf. Und Ehrlichheim vermisst immer noch seine Drum. Müssen wir jetzt mal schnell die Lok hier fahren lassen. Mindestkante, ja, Bemerkung des Bürgermeister. Entenhausen braucht noch einen Geldspeicher. Haben wir alles. Wie mit Fort Knox, alles unterirdisch. Natürlich kriegt Ehrlichheim jetzt einen Nahverkehrstram. Dann überziehen wir heute nochmal. Ist eh Freitag. Obwohl ihm mir empfohlen worden ist, Freitag keine Folge zu releasen, weil wir Freitag auch den Livestream haben. Aber würde mich ja nochmal interessieren, wie denkt ihr darüber? Wollen wir weiterhin freitags eine Folge erscheinen lassen? Oder, achso, eine Ringlinie wollen wir machen, ne? Oder, wollen wir lieber Freitag das Live-Let's Play machen und dafür den Nana-Tag nehmen? Also ich finde Freitag ist gut. Kann man für die Freitagsfolge wenigstens immer noch erwähnen, denkt dran, heute 20 Uhr Livestream. Ja, aber es ist halt ein Hinweis gewesen, ne? Ach, ich Idiot, ey. Jetzt habe ich alles auf Landstraße geändert. Ach, kannte man, ey. Und? Kante ist ein Trolli. Schalalalala. Aber lieber, ich merke das selber noch, bevor ich das näher wieder in den Kommentaren lesen muss. Obwohl ich mich über jeden einzelnen Kommentar freue, ne? Also nur nochmal der Hinweis hier an dieser Stelle. Okay, also haben wir jetzt hier einmal den Ring in grün. Jawoll. Jawolli. So, Haltestelle. Also wir haben schon mal zweimal Freitag. Fahren hier raus. Die haben wir alle mit drin. Sehr gut. Okay. Machen wir jetzt eine neue Linie. Nahverkehr, Ehrlichheim, Dramites. Okay, Haltestelle, wir fangen hier an. Erste, zweite, dritte, vierte und wieder zurück. Ja gut, fünfte. Na gut, wir haben 18 Millionen, jetzt brauchen wir nicht mehr so auf unseren kleinen Kram achten, ne?
So, Trams kaufen. Wir haben noch keine weiteren neuen, das heißt, wir haben davon 3 Stück. Und setzen alle 3 ein. Nahverkehr Ehrlichheim, Tram 1. Gut. So, wie sieht das jetzt hier aus? Ach, habe ich mir noch gedacht. Stahl und Bretter werden umgeschlagen. Werkzeuge. Guckt euch an, was da liegt. Wir holen jetzt unsere kleine schnucklige Lok nochmal wieder rein. Wir werden die nochmal ein wenig erweitern. Güter. So. 120. So, was haben wir jetzt an Länge? 0,2 Kilometer. Das ist natürlich, das muss ich nochmal ändern. Ich weiß ja gar nicht, ab wie viel ich denn bei 300 Meter bin. Also 320. Jetzt bin ich bei 300 Meter. Okay, schicken wir sie wieder drauf. Nochmal fix Rind kicken. Was sind wir jetzt hier? Oh, 42 Minuten. Mal gucken jetzt mal, was sie mitnehmen kann. Ich hätte natürlich gleich mal 2 Stück bauen können, also kopieren können. Stahlwerk und Schabernack GmbH fordern natürlich, holt mal mehr ab. Ja, wir brauchen aber noch eine zweite. Dampf. Was haben wir jetzt? Oh, echt? Ärgerlich. So, wir haben eine neue Tram. Dafür brauchen wir natürlich unsere Fan-Tram. FT. Da. Fahrzeugersatz. Weil, schafft nämlich 60 km/h. Lohnt sich natürlich auch nur auf Strecke, also auf Ferne, ne? Macht ja Sinn. So, nichtsdestotrotz, wir werden in der nächsten Folge hier die Mitfahrt machen in Ehrlichheim und auch die weiteren Güterzüge, die wir jetzt hier noch holen müssen, bleibt leider nicht aus. Das ist jetzt so. Das müssen wir jetzt so nur mal sehen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich möchte nicht zu weit überziehen. Wie gesagt, schaut heute Abend live Let's Play rein, weiterhin auf YouTube. Alles andere wird weiterhin auf Twitch laufen, also dort auch nicht den Follow vergessen. Vergesst das Abonnieren nicht und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einer nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.